Tagesordnung zur Fragestunde. Ich beginne jetzt, es ist 10.27 Uhr, mit dem Aufruf der Anfrage. Die erste Anfrage ist vom Herrn Abgeordneten Magister Sagatz an Herrn Landeshauptmann Magister Hans-Peter Dostkreuz gerichtet. Da bitte ich Herrn Ruppermann, Abgeordneten Magister Sagatz, um Verlesung seiner Anfrage. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Abgeordneter, dass das neue Krankenhaus in Oberau 2024 in Betrieb gehen soll. Ist der konkrete Zeitplan bis zur Betriebnahme des Krankenhauses in Oberau? Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, bitte. Ja, sehr geehrte Präsidentin, Regierungskollegen, sehr geehrte Abgeordnete, sind mir zunächst gestattet, doch das eine oder andere Wort über meinen Gesundheitszustand zu verlieren. Und wie Sie hören, ist meine Stimme noch mehr oder weniger angeschlagen. Ich habe die ersten 14 Tage nach der Operation keine Stimme gehabt und ich werde heute auch, um allen Gerüchten vorzubeugen, vor der Budgetrede meine gesundheitliche Situation offenlegen. Mir ist Transparenz in dieser Frage sehr wichtig, weil zum einen die Funktion des Landeshauptmannes eine wichtige ist und zum anderen, wie schon gesagt, ich diversesten Gerüchten auch entsprechend vorbeugen will. Zu Ihrer Anfrage, Sie wissen, dass es in Bezug auf das Krankenhaus Oberwart bereits die baurechtlichen Bewilligungen rechtskräftig gibt. Sie wissen, dass es in Bezug des Krankenhauses Oberwartes die krankenhausrechtlichen Bewilligungen bereits rechtskräftig gibt. Sie wissen, dass die Parkgarage bereits in Betrieb ist. Sie wissen, dass der Kreisverkehr auch korrespondierend zum Spitalsbau bereits errichtet ist. Wir sind im Zeitplan. Das bedeutet im Konkreten, dass wir in der Ausschreibungsphase teilweise schon sind, in die Ausschreibungsphase der Gesamtunternehmer kommen, sodass der Zeitplan, der von Ihnen angekündigt und angesprochen wurde, eingehalten wird. Herr Landesrat, Sie
Das werden wir noch besprechen, das werde ich mir auch nachbesprechen. Jetzt sind wir bei Zippe. Entschuldigung. Ich werde es aber schon fahrt. Das kann es ja doch nicht sein. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, bei aller Wertschätzung der Landesordnung, Geschäftsordnung sieht vor, der Abgeordnete darf Fragen stellen, kurze, mündliche oder schriftliche. Und Sie sagen uns, Sie wissen alles, was er wissen möchte, aber wir sollen Respekt haben, dass Sie es jetzt nicht sagen. Ich sage Ihnen ganz offen, Entschuldigung. Es gibt Beratungen, und dann hören wir ja wieder den Stand der Beratungen. Das heißt, das führt auch dazu, dass man braucht zu keiner einzigen landtagsanhängigen Sache in Frage stellen, weil dann kann ich nur sagen, Sie ist landtagsanhängig, kann sie uns schon beantworten. Das ist eine Vorgehensweise, die können Sie als Abgeordnete nicht akzeptieren. So, danke für Ihre Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Weitere Zusatzfragen bitte. Herr Abgeordneter Stein hat sich gemeldet. Bitte, Herr Minister. Ja, Herr Landesrat, Sie wollen offensichtlich nicht antworten und haben gesagt, Sie sind in der Finalisierungsphase, was den Handwerkerfonds betrifft, dann frage ich Sie jetzt, es wird einen Entwurf geben, wenn ich an, es wird vorarbeiten geben, die schauen genau zu vorarbeiten aus, wie schaut der Entwurf aus zum Handwerkerfonds. Herr Landesrat. Sehr geehrte Abgeordnete, wir haben uns sehr gerichtet an der Historie an Handwerkerbonussystemen, die schon in der Vergangenheit umgesetzt wurden. Das war die Basis, hier wurde weitergearbeitet und noch auf der Titelschmarkt. Aber ich habe gesagt, diese Details werden jetzt noch nicht. Strukturzusatzfrage. Warum kommt er? Das war die Antwort, die ich schon vorher gegeben habe. Die Basis war natürlich in der Vergangenheit. Gibt es weitere Zusatzfragen, Herr Landtag? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur dritten Anfrage. Die dritte Anfrage ist vom Herrn Landtagsabgeordneten Mutter an die Frau Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf gerichtet. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Landesrätin, der Anteil der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft betrug im Jahr 2017 in Österreich rund 9%. Welche Maßnahmen gibt es, um zukünftig die Landwirtschaft klimafreundlicher zu machen? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, als auswärtiger Abgeordneter, die Landwirtschaft ist gemeinsam mit anderen Sektoren, wie beispielsweise dem Verkehrsbereich, Aber
Landwirtschaft, die hier auch den Klimawandel umzusetzen, vorzubereiten und zu unterstützen. Mit Biowende haben wir jetzt hier mal ein zukunftsweisendes Programm vorgelegt. Unser klares Ziel, und das wird sich auch in der Klima- und Energiestrategie finden, ist, dass wir bis 2027 den Anteil der biologischen Landwirtschaft um 50% steigern. In diesem Referenzenergie, den ich vorher erwähnt habe, ist ein Wert von 40% das Ziel bis zum Jahr 2030. Also hier gehen wir einen Schritt weiter. Wir machen das ganz klar über diverseste Anreize in den verschiedenen Bereichen. Wir schaffen zusätzlich auch einen Markt für diese Produkte, beispielsweise in den Bereichen des Landhauses, aber natürlich auch in Landesland und landeseigenen Gesellschaften. Mit einer Biostunde wollen wir auch in Schulen und Kindergärten für die entsprechende Bewusstseinsbildung sorgen, was den Einsatz von gesunden Lebensmitteln und biologischen Lebensmitteln betrifft. Die Ernährungsweise, aber auch wenn es um Regionalität und Saisonalität geht, auch um mehr Gemüse statt Fleisch und auch der Düngemitteleinsatz wird natürlich reduziert, wenn man von biologischer Landwirtschaft spricht. Aber weil wir natürlich auch wollen, dass die Landwirtinnen und Landwirte, die nicht auf sie umstellen, die Möglichkeit bekommen, einen Beitrag auf den Klimaschutz zu leisten, haben wir im Rahmen auch der ursprünglichen Energiestrategie den Themenbereich Umsaufbau in der Landwirtschaft drinnen. Das heißt, wir haben ja auch vor einigen Wochen schon Gespräche mit der Ökoregion Kaindorf geführt. Sie sind nämlich in diesem Bereich wirklich ein Vorreiter und haben ein Projekt vorgelegt, das seinesgleichen sucht. Die Ökoenergie Kaindorf betreibt ein Verbindungsaufbauprogramm, bei dem pro Jahr am Hektar 10 Tonnen CO2 gebunden werden können. Das ist schon ein Wert, der sich wirklich sehen lassen kann. Und nur zum Vergleich, wenn man die gesamte Landwirtschaft in Österreich so umstellen würde mit diesem Umsaufbauprogramm, dann könnte man 15% des gesamten CO2-Ausstoßes Österreichs einsparen. Also das ist schon etwas, mit dem man einen massiven Beitrag auch zum Klimaschutz leisten kann. Wir denken ja auch daran, eine entsprechende Kooperation auch mit dieser Ökoregion, Energieregion Kaindorf einzuführen. Insgesamt haben wir also mit der Biowende, die ja bereits läuft, und mit diesem zusätzlichen Umsaufbauprogramm, das wir in den nächsten Wochen und Monaten starten wollen, jetzt sind doch sehr wichtig. Werkzeuge, um auch entsprechend zum Klimaschutz im Bereich der Landwirtschaft beizutragen. Ja, danke für diese sehr informative Antwort. Eine Frage trotzdem, und zwar, wie soll diese Initiative für Humusaufbau genau gestaltet werden? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Herr Abgeordneter, wenn man sich jetzt ein Beispiel an dieser genannten Ökoregion Kaindorf nimmt, dann funktioniert das in dieser Art und Weise, dass von den Landwirten und Landwirten, die sich bereit erklären, ein Projekt mitzumachen, ein sehr kleiner Mitgliedsbeitrag eingehoben wird. Und von diesem Mitgliedsbeitrag wird aber auf der einen Seite gleich eine Beratung, die Beratungsgespräche werden damit finanziert, genauso wie auch eine erste Bodenprobe. Und diesen Mitgliedsbeitrag, den man dann zahlt, den bekommt man aber in mehrfacher Hinsicht wieder zurück. Auf der einen Seite natürlich indirekt, weil die Erträge ziemlich schnell sogar gesteigert werden können, weil auch, wenn man auch das Risiko minimieren kann gegenüber Starkregenereignissen, auch die Übertrockenheit, wenn der Boden humusreich ist. Und auf der anderen Seite kann auch diese CO2-Einsparung nachgewiesen werden. Damit können dann wieder CO2-Zertifikate verkauft werden. Damit kommt dann auch wieder der Mitgliedsbeitrag und in vielen Fällen wahrscheinlich um ein Vielfaches hinein. Das wäre in etwa eine Vorgehensweise, die wir uns vorstellen können. Wir sind hier aber, wie gesagt, in der Ökoenergieregion Kaindorf im Gespräch, wie wir das am besten auch in Burgenland dieses Projekt umsetzen können. Und wir werden natürlich auch seitens der Landesregierung entsprechend unterstützen, damit wir dieses Projekt natürlich hier bringen. Danke, Frau Landesrätin, Herr Abgeordneter. Ich habe keine weitere Zusatzfrage, weil Herr Kupfmann-Sagatz hat sich vorher gemeldet, bitte. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Sie haben selbst angesprochen, der Anfrage geantwortet und den Beitrag des Landes für den Einkauf regionaler und biologischer Produkte aus der Landwirtschaft für das Klima. Sie haben in der letzten Anfrage geantwortet, der vergangenen Sitzung mir geantwortet, dass das Landhaus, insbesondere das Buffet, das wir alle nutzen können, deshalb regionale Produkte kauft, weil unsere Milchbauern allesamt der Nöll, der nächstgelegenen Molkerei liefern und haben gesagt, wir beziehen dann von dort quasi die burgenländischen Produkte von der Neuen. Sehr geehrte Frau Landesrätin, wir haben heute im Buffet einmal Kärntner Milch, einmal Salzburger Milch. Das Einzige, was es dort gibt, ist von Neuen
die Buttermilch, die ist aber nicht biologisch. Das sind meine Fragen an Sie. Haben Sie in der letzten Landtagssitzung bewusst die Unwahrheit gesagt? Sehr geehrte Landesrätin, bitte. Sehr geehrte Antwort, das selbstverständlich ist der natürlich auch bei den Löwen eingekauft, aber soweit ich weiß, gehört das Produkt ja auch zur Gruppe der Löwen dazu. Und wie Sie vielleicht wissen, haben wir keine Milchverarbeitung, wir haben keinen milchverarbeitenden Betrieb in Burgenland. Das waren noch die Sorgen und Versäumnisse der letzten Jahre, dass wir eben keinen milchverarbeitenden Betrieb mehr in Burgenland haben. Teilweise übernommen.
ist, wenn die dementsprechenden Maschinen dort Expertise vorhanden ist. Zum Beispiel, ich gebe es jetzt genug aus meinem Bezirk, Marke Weidanlage, Schneiberg-Dörfel, wo wir jetzt sehr viel eingefragt haben und letztendlich dort sehr viel Geld für den Land erspart haben. Eine Zusatzfrage bitte, Frau Ministerin, Sie haben jetzt gesprochen davon, dass diese Image-Kampagne auch dazu da ist, Mitarbeiter zu finden, neue Pflegemitarbeiter der Bauabteilung. Bitte, Herr Landesrat. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man so Mitarbeiter sucht. Das eine ist, dass die Pensionierungen kommen, hier immer kommt, klarerweise. Das andere ist, dass man speziell in diversen Bereichen manchmal zusätzliches Personal benötigt und die Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft erstellen. Aber es ist ein Mix jetzt an Gründen, warum wir Personal benötigen. Eine weitere Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Magister Wendrick. Ich bin ganz sicher, dass die Baudirektion gut arbeitet, wie die anderen Abteilungen in der Landesregierung auch. Es ist eine erkleckliche Summe, die jetzt schon genannt wurde. Natürlich werden wir auch dann die Endabrechnung erfragen. Ist das jetzt Teil eines größeren Programms, wo jede Abteilung des Landes eine Image-Kampagne bekommt, auch in der Sozialabteilung, das wird unheimlich wissen? Oder hat die Baudirektion hier eine besondere Bitte, Herr Landesrat, von mir Antwort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich bin nicht mit der Baudirektion, kann jetzt nicht für die anderen Bereiche sprechen. Und zwar ist hier, das ist ja, ich habe es vorher schon erwähnt, dass wir hier uns nicht anfangen, wir wollen mehr machen, dafür braucht es dementsprechendes Personal und auch unterschiedliche Dinge. Wir wollen aber auch die Außendarstellung Kindergarten,
bis hin zur Fachhochschule. Und das ist eine Errungenschaft im Burgenland und darauf können wir sehr, sehr stolz sein. Aber nun zu Ihrer Frage. Im neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist sehr, sehr klar definiert, dass für die Bildung, für die Erziehung und für die Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt keine Beiträge vom Rechtsträger eingehoben werden dürfen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Kind gemeinsam mit zumindest einem Elternteil den Hauptwohnsitz im Burgenland hat. Natürlich gibt es hier auch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Verabreichung von Mittagessen, externe Spezialangebote, sei es jetzt irgendwelche sportlichen Ausübungen, Fremdsprachenunterricht oder irgendwelche Musikkurse. Außerdem sind davon ausgenommen mit dem Bildungsauftrag zusammenhängende Materialaufwendungen, die nicht im Eigentum des Rechtsträgers verbleiben. Das wären Maßnahmenbeiträge zum Beispiel der Kinder. Das heißt aber konkret, dass darüber hinaus über diese Ausnahmen keinerlei weitere Kosten eingehoben werden dürfen. Sollten daher somit die eingehobenen Fastenbeiträge oder Mittagessensbeiträge nicht mit einer tatsächlichen Ausgabe für das konkret zu zahlende Kind nachgewiesen werden können, dann muss man schon ganz klar sagen, liegt damit eine gesetzliche Behandlung vor. Und ganz wichtig ist mir, dass diese Beiträge, die von den Eltern geleistet wurden, natürlich zurückzuerstatten sind. Was uns auch wichtig ist und was wir betonen möchten, ist, dass natürlich genau solche Fälle, wie zum Beispiel wenn wir am Schluss eines ungroßen Beitrages, dass wir diese auch an die Gemeinde weiterleiten werden. Sollte es Anlassfälle geben, dann werden wir eben eine eventuelle Gefahrenprüfung auch prüfen müssen. Denn eins ist mir ganz, ganz, ganz besonders wichtig und das betone ich daher so stark, das habe ich auch in den einzelnen Veranstaltungen zum Gratis-Kindergarten immer wieder gesagt. Es ist mir wichtig, dass wir mit diesem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz eben diesen Meilenstein in Union schaffen, Kinder-, Familien- und Bildungspolitik, und dass wir nicht möchten, dass dieser Gratis-Kindergarten, diese Gratis-Briefe irgendwie umgangen wird und dies zulasten von unseren Familien. Sehr geehrte Frau Landesrätin, aktuell in Medienberichten stehen auch die Montessori-Gruppen in den Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen der Landeshauptstadt Eisenstadt vor dem Haus. Ist dieser Umstand aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Bitte, Frau Landesrätin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es ist für mich natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir vor allem bei den Kleinsten sparen, bei den Familien sparen, sie leisten sehr, sehr viel, auch das habe ich mehrmals schon betont. Und überhaupt nicht nachvollziehbar ist es für mich, dass wir im Bildungsbereich sparen. Wir haben beim Gesetzesbeschluss zum Gratis-Kindergarten gesehen, dass alle anwesenden Parteien, die zugestimmt haben, auch bei der Bürgermeisterin Kleiner, hat sie zugestimmt. Und mir ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Montessori ein pädagogisches Konzept ist, wie jedes andere. Und auch Montessori, das Montessori-Konzept, kann wie jedes andere pädagogische Konzept in jedem Kindergarten gelebt werden. Dass es funktioniert, lieber Herr Bürgermeister, das sehen wir sehr wohl in anderen Gemeinden. Ihr braucht das Geld für die Gratiszeitungsmeldung. Nein, das funktioniert ja nicht. Für die BVZ-Meldung. Das ist ja falsch. Ihr braucht das Geld für die BVZ-Meldung. Frau Landesrätin, jetzt ist sie dabei. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich möchte erwähnen, wie der Kiwan mit seinem Wunsch zu tun hat. Dass in Magdeburg sehr wohl beitragsfrei angeboten wird und dass man für diese Schwerpunktausbildung keine besonderen Beträge einheben muss. Wie auch in den Schulen finanziert bereits jetzt jede Gemeinde die Lernumgebung, die Ausstattung in den Schulen, aber natürlich auch im Kindergarten. Und das wurde bereits in den Kindergärten getätigt, daher ist es auch für mich nicht verständlich,
man jetzt sagen kann, naja, der Montessori-Kindergarten kostet so viel. Und was ich mir die Frage schon stelle, was passiert denn jetzt eigentlich mit den bereits angeschafften Montessori-Lernmaterial? Und ich kann es nicht verstehen, dass wir auch in dem Bereich die Familien zur Kasse bitten und sagen, die anderen Gemeinden kostet es nicht. Frau Landesrätin, Schlusssatz bitte. Ganz kurz noch, uns ist es gewesen noch wichtig zu betonen, dass wir wirklich sehr hohe Fördermittel an die Gemeinden auszahlen. Es sind um 6 Millionen mehr. Das heißt, wir investieren 31 Millionen Euro über die neue Personalkosten und Ausgleichsförderung an die Gemeinden. Und Eisenstadt bekommt über diese neue Personalkosten und Ausgleichsförderung 1,8 Millionen Euro vom Land. Ja, geschätzte Frau Landesrätin, meine geschätzten Damen und Herren, die Frage berechtigt gleiche Chancen, gleicher Zugang für alle. Errungenschaften wurden ja gratis Kindergarten. Bisher ist erzählt, Hans-Schlör sitzen bei Lohn aus. Jetzt wird es leichter gemacht. Wer es finanziert, über das müssen Sie dann noch unterhalten. Aber jetzt habe ich einen Brief in die Hand bekommen, der ist sehr interessant, Frau Landesrätin. Vielleicht was Sie dazu sagen. Ich habe gerade mit dem Herrn Bürgermeister telefoniert und mein Sohn kann nicht... Herr Abgeordneter, Kollege... Da kommt schon die Frage. Es kommt schon die... Frau Landesrätin. Frau Präsidentin, ich sollte nur mal vorher eine Antwort kriegen. Ich hätte jetzt gern das vorgelesen, was wir heute miterleben müssen. Herr Abgeordneter, Kollege... Lese das vor und das kann mir niemand verweigern. Das kann mir das niemand verweigern. Ich habe gerade mit dem Herrn Bürgermeister telefoniert und mein Sohn kann nicht in die Krippe gehen, weil sie voll ist und ich momentan nicht arbeiten gehe, obwohl mein Sohn gerne geht. Herr Abgeordneter, ich komme zur Frage. Bitte, dann machen Ich komme zur Frage. Die hat mit Herrn Bürgermeister telefoniert und der hat gemeint, solange wer da ist, ob Eltern oder Großeltern, der auf das Kind schaut, gibt es diese Möglichkeit Herr nicht. Jetzt frage ich Sie, werden Sie eingreifen bei dem Bürgermeister? Und werden ihm klarlegen, so wie Sie vorher gesagt haben, dass das Ergebnis dieser Zahlung an andere Gemeinden, werden Sie mit diesem Herrn Bürgermeister ein ernstes Wort reden und ihm klarlegen, was Danke, im Gesetz steht. Die Frage ist gestellt, eine Frage. So lächerlich, dass einer damit das vorlesen wird. Bitte auf Ihre Antwort. Aber ich würde schon betonen, das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sagt sehr wohl, dass die Gemeinden, die Rechtsträger, dafür zuständig sind, dass sie die Kinder in den jeweiligen Gemeinden auch versorgen. Das bedeutet, dass die Ausgestaltung des Versorgungsauftrages auch in den Gemeinden der Gemeinden obliegt und dass sie auch den Bedarf erheben müssen, dass sie auch erheben müssen, wie die Kinder in den Das kümmern Sie sich jetzt drum oder nicht? Aber mir persönlich ist sehr wichtig, dass natürlich die Eltern die Möglichkeit haben, ihr Kind in die Kinderkrippe, in den Kindergarten geben zu können. Dazu ist auch das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz da, dass wir die Vereinbarkeit der Familie und Beruf stärken. Soll ich Ihnen die Gemeinde sagen? Ja, sonst weiß ich es ja nicht. Deutschkreuz. Das ist aber traurig. Deutschkreuz ist das wahrscheinlich. Deutschkreuz ist das, selbstverständlich, du. Aber gescheiter, du hast noch nie in einer Gemeinde, wo es gleich ist. Erstens, Herr Abgeordneter Kolle, erteile ich einen Ordnungsruf. Ich stehe Ihnen nicht zu, hier das Wort Frechheit zu verwenden. Ich kenne die Geschäftsordnung, das weiß ich. Wir haben darüber geredet. Frechheit darf man nicht sagen. Das ist eine Frechheit. Bitte hören Sie zu. Ich darf nicht einmal freche Vorstellung in deinem Ordenhaus. Aber keine Antwort kriegen. Super. Okay, Herr geändert. Abgeordneter, aber auch insgesamt Herr Rander. Sie kennen die Regelung in der Geschäftsordnung. Ja, Sie erwarten genau. Von mir, dass Sie natürlich alle gleich, das steht Ihnen auch zu, behandelt werden. In der Geschäftsordnung steht ganz genau drinnen, Paragraph 11 Absatz 1, dass hier eine kurze mündliche Anfrage eine Minute dauert. Und der Antwort darf für 5 Minuten sein, oder? Da die Verlesung eines Briefes
nicht ausgehen kann. Aber es steht, also, dann gehört es geändert. Und so, das ist jetzt erwachsen. Wenn ich das nicht vorlesen darf, Manfred, das ist keine Wissenbehauptung. Achso, ja. Musst du jetzt den Haarspruch für die Schüler machen? Ich kann mir zwei Fragen stellen mit einem Brief. Geht das auch? Musst du den Haarspruch jetzt für die Schüler da machen? Ich habe gesagt, das ist jetzt aber wirklich mit der Ohren. Das ist die Geschäftsführung. Neue Arbeit kann eben überall auch gemacht werden, das haben wir alle. Also, das ist jetzt nicht die Begründung einer Montessori-Gruppe, das ist irgendein Material da, es besteht schon ein ganz vieles pädagogisches Konzept der Liebers. Dazu meine Frage: Wird es seitens des Landes für innovative und alternativpädagogische Schwerpunkte hinterher? Ich hoffe, dass der Inhalt das nicht schmeckt. Bitte, Frau Landesrätin, um Ihre Antwort. Ich habe gemeint, dass ein montessorisches pädagogisches Konzept grundsätzlich ein pädagogisches Konzept kann und wie jedes andere Konzept im Prinzip im Kindergarten gelegt werden. Es ist eine Schwerpunktausbildung der Pädagoginnen und der kann es genauso gelegt werden wie das andere. Das verursacht keine weiteren Kosten, das ist natürlich die Lernmaterialien verursachen zum Teil etwas höhere Kosten. Natürlich sind wir offen, was pädagogische Konzepte betrifft und wir haben auch keinerlei Probleme mit solchen Sachen. Was im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz jedoch geregelt ist, dass die Förderungen dahingehend gestaltet werden, dass private Rechtsträger nur dann Förderungen erhalten, wenn sie auch von den Eltern keine Elternbeiträge einfordern. Alle anderen Konzepte können im Hintergrund gelegt werden. Danke, Frau Landesrätin. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Magistra Reseda. Bitte. Sehr geehrte Frau Landesrätin, herzlichen Dank, dass Sie mal wieder auch die Stadt Eisenstadt erwähnen. Ich habe gerade den Herrn Bürgermeister gefragt. Die Stadt Eisenstadt hat 7 Kindergärten und betreut 600 Kinder mit den verschiedensten Kindergarten, Pädagoginnen. Dafür möchte ich natürlich auch herzlich Danke sagen. Der Herr Bürgermeister weiß genau, und seine Gemeinde mit so vielen Kindern. Kommt es noch nicht zur Frage, du musst zur Frage kommen. Ich habe aber in Bezug auf die Gemeinden eine Frage. Den Gemeinden, wenn sie in Bezug auf die Kindergartengesetz nachfragen, wird ihnen eine Antwort gegeben und das auch schriftlich, laut Auskunft. Wird es schriftlich erst bis 15. Dezember eine Auskunft geben auf genaue Zahlen. Sie wissen aber ganz genau, dass alle Gemeinden müssen. Noch dazu gibt es auch eine schriftliche Auskunft der Gemeinde. Frau Abgeordnete, stellen Sie Ihre Frage bitte. Bieten Sie es nicht grob fahrlässig, dass so spät Auskunft seitens der Kindergartenabteilung ist? Danke, Frau Abgeordnete. Am Wort ist die Frau Landesrätin. Bitte. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es ist mir natürlich bewusst, dass Gemeinden budgetieren müssen, denn hier arbeitet unsere Abteilung wirklich sehr intensiv an den Zahlen und hat unsere Abteilung natürlich auch in Gemeinden betroffen, möglich. An dieser Stelle auch ganz herzlich bei der Zuständigkeit bedanken. Tolle Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, an diesem so intensiv gearbeitet hat, so intensiv an den Zahlen arbeitet. Und wir haben dafür gesprochen, dass wir dementsprechende Zahlen, was die Endabrechnung 2018 betrifft, die Vorschau für 2020 betrifft und die Budgetwerte für November, Dezember betrifft. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden in den Gemeinden werden in den nächsten Tagen Informationen von der Abteilung erhalten. Aus. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen seitens der Abgeordneten. Ich darf ja zur 6. Anfrage kommen. Die 6. Anfrage ist vom Herrn Landtagsabgeordneten Ulram an die Frau Landesrätin Magistra Evangelina Winkel gerichtet. Bitte, Herr Abgeordneter, um Ihre Verlesung. Sehr geehrte Frau Landesrätin, im neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz betrifft der Beiträge des Landes auf eine eigene Richtlinie verwiesen. Sie sind diese Richtlinie konkret aus. Bitte, Frau Landesrätin, um die Antwort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe es vorher schon mehrmals betont, wie
und Leitführung vom Basiskindergarten und die Gäste, dass wir eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Burgenland tatsächlich auch leben können. Das heißt, wir haben zwei wesentliche Inhalte auch im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Das eine ist das bedarfsgerechte Angebot der Öffnungszeiten und das weitere ist die Betreuung der schulpflichtigen Kinder in den Ferienzeiten. Auch das wurde schon von mir erwähnt. Der Gratis-Kindergarten ist eine ganz wesentliche finanzielle Entlastung der Familien. Aber nun zu Ihrer konkreten Frage bezüglich der Richtlinien. Es wurden mit Regierungsbeschluss vom 7.11.2019 folgende zwei Richtlinien erlassen. Das eine ist die Richtlinie zur Personalkostenförderung, das zweite ist die Richtlinie zur Ausgleichsregelung. Beide Richtlinien gelten natürlich rückwirkend der ersten oder treten mit der 1.11.2019 in Kraft. Die beiden Richtlinien, was das betrifft, wäre als erste die Richtlinie zur Personalkostenförderung. Im Gesetz selbst sind ja bereits die Beträge, die neuen Förderbeträge samt Valorisierung verankert. Mit der Richtlinie zur Personalkostenförderung sollen nähere Bestimmungen zur Auslösung der Förderbeträge erlassen werden. Die wesentlichen Inhalte, die Richtlinie wurde ja bereits ausgesendet, ich nehme an, Sie haben auch alle die Richtlinie erhalten. Die wesentlichen Inhalte sind bei der neuen Richtlinie sind dass der tatsächliche Personaleinsatz von vollzeitbeschäftigten Pädagoginnen, die 27.000 Euro gefördert werden, bei Helferinnen, vollzeitbeschäftigten Helferinnen mit 19.500 Euro. Für Einrichtungsformen, in welchen schulpflichtigen Kinder betreut werden, gibt es abgestufte Förderungen entsprechend dem Verhältnis der schulpflichtigen Kinder. Außerdem ist in der Richtlinie festgehalten, dass private Rechtsträger nur dann eine Förderung erhalten, wenn auch diese beitragsfreie Kinderbildung und Betreuung anbieten. Die zweite Richtlinie, die Richtlinie Ausgleichsregelung, soll jene Mindereinnahmen der Rechtsträger abdecken, die durch die Umstellung der Personalkostenförderung neu entstehen. Das heißt, sollten die neuen Personalkostenförderung nicht zur Grenze die angesetzten fiktiven Beitragsgrenzen von 45,90 Euro, 45 Euro waren die vom Kindergarten, die 90 Euro von der Kinderkrippe abdecken, dann wird diese Ausgleichsförderung ausgelöst. Konkret heißt das, Herr Abgeordneter, die Höhe dieser Ausgleichsförderung errechnet sich anhand von zwei Parametern. Der erste Parameter ist der negative Differenzbetrag. Das bedeutet, sollte sich ein negativer Differenzbetrag für den Rechtsträger durch die Umstellung wegen dieser Personalkostenförderung von alt zu neu ergeben, dann wird diesem der Rechtsträger auch ersetzt. Hierbei wird der Förderbetrag nach Umstellung der Personalkostenförderung im System neu ab 1. November 2019 jenem für das Kalenderjahr 2018 ermittelten Förderbetrag gegenübergestellt und das nach Endabrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2018. Weiters die Mindereinnahmen durch die Elternbeiträge. Das bedeutet, wenn der Förderbetrag nach Umstellung der Personalkostenförderung ist in das System neu ab 1. November 2019 den Rechtsträgern die Mindereinnahmen durch Elternbeiträge bis zu den angesetzten fiktiven Beitragsgrenzen nicht abdecken, dann werden diese für Kinder bis zum Schuleintritt im Hauptwohnsitz im Burgenland bis zu folgenden Beitragsgrenzen ausgeglichen. Das sind zum einen 45 Euro im Kindergarten und zum anderen die 90 Euro in der Kinderkrippe. Frau Landesrätin, danke schön. Gibt es eine Zusatzfrage? Wollen bitte, Herr Abgeordneter. Ich denke, dass ja die Ferienbetreuung und natürlich auch den Personaleinsatz benötigt und durch Urlaub und Krankenstände nicht alles mit dem bestehenden Personal abgedeckt werden kann. Wenn man sich die Richtlinie genauer anschaut, kann man nicht ausschließen, dass über den neuen Personalschluss und die fehlenden Beiträge alles ausgeglichen wird. Finden Sie es gerechtfertigt, dass das Land Bestimmungen mit finanziellen Mehrbelastungen ohne vollen Kostenausgleich beschließt und dass die Gemeinden auf diesen Mehrkosten sitzen bleiben können? Frau Landesrätin, bitte. Ich glaube, ich habe schon mehrmals erwähnt, dass wir natürlich gemeinsam Land und Gemeinde das Thema der Zukunft angehen müssen und das ist das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und ich
Und auch das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, dass wir um 6 Millionen Euro mehr, und das ist keine Kleinigkeit, das sind 6 Millionen Euro mehr für die Gemeinden, die wir vom Land an die Gemeinden aufbezahlen, weil das Thema einfach extrem wichtig ist. In Summe werden wir 31 Millionen Euro an die jeweiligen Gemeinden ausbezahlt, damit wir ausgezeichnete Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen haben, die wir auch die Finanzierung von Vereinbarkeit und Ferienzeiten ermöglichen können. Eine mögliche Chance haben wir abgewartet, wir bezahlen rund 60-65% der Personalkosten in den jeweiligen Gemeinden für die Pädagoginnen. Das ist wirklich nicht wenig und auch in den letzten Jahren hat sich dahingehend nicht verändert. Im Gegenteil, uns ist es viel mehr wert als in den vergangenen Jahren. Das heißt, ich bin Frau Landesrätin, ich habe können, dass Sie mit der nächsten Zusatzfrage an Bord, bitte. Dankeschön. Das heißt unterm Strich, dass kein voller Kostenausgleich erfolgen wird. Das heißt auch die Entlastung in den Gemeinden, das heißt nicht nur zur Präzision Ihrer Antwort, das sind lediglich 1,5 Millionen mehr, oder 1,5 Millionen vorher Kinderbetreuungsförderung umgeschichtet werden. Soviel zu der Faktenlage. Aber es ist auch vorgesehen, dass bis 2021 50% Bioanteil im Essen sein soll, was verabreicht wird in den Kinderbildungseinrichtungen und bis 2024 100% Bioanteil. Wie realistisch sehen Sie es, dass die Verköstigung derzeit meist regional durch bestehende Wirtschaften und Gastronomen aus den Gemeinden auch in Zukunft von heimischen Gastwirten bewerkstelligt werden kann? Landesrätin, Sie sind an Bord. Was das Thema Essen betrifft, ist es uns auch ganz wesentlich, dass wir darauf schauen, dass die Kinder natürlich gesund ernährt werden in unseren Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Es ist uns wichtig, dass wir diese Biothematik in den Kindergärten, in den Kindergrippen auch umsetzen. Die haben natürlich bereits diverse Geschichten gemeinsam geführt, auch mit den zuständigen Betreibern. Und werden natürlich auch in Zukunft noch weitere Gespräche führen. Und wir haben auch bereits einige Einrichtungen, in denen 50% an Bio Essen auch erreicht werden. Danke, Frau Landesrätin. Meine Damen und Herren, Abgeordnete, keine weitere Zusatzfrage. Damit sind wir bei der siebten Anfrage. Die siebente Anfrage ist von der Frau Abgeordneten Elisabeth Böhm an den Herrn Landesrat Magister Magister Petschnicke. Ich bitte die Frau Abgeordnete um Ihre Anfrage. Ja, sehr geehrter Herr Landesrat, Sie haben sich die touristischen Kennzahlen der Legislaturperiode. Bitte, Herr Landesrat. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, Frau Abgeordnete, vielleicht nicht ganz debattiert, ein Plus von 4,5% oder 137.000 Euro.
Von Januar bis Ende September. Ankünfte 897.331 gegenüber dem Vorjahr mit Zuwachs von 4,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum zu Beginn der Periode mit plus von 13,6%. Bei den Nächtigungen sind bisher 2.537.573.629 ein plus von 2,5% gegenüber dem Vorjahr. Bitte.
da, das ist eben interessant, welche Zahlen man sich hernimmt. Man kann ja die Ankünfte hernehmen, man kann hernehmen die Nächtigungen. Tatsache ist, dass ich Ihnen anderswo, anderen Bundesländern, und wenn Sie dann auch bei dieser Konferenz dabei waren, dass sich da schon viel mehr getan hat als in Burgenland. Nur zu sagen, wir brauchen mehr Betten, damit wir besser dastehen, also das ist ja wirklich das Geringste, was man machen kann. Andere Sache ist, ich habe mal ein Inserat gelesen von der ÖBB, ich glaube, Hannes Anton, der Direktor, ist für die ÖBB zuständig, nämlich hat gemeint, nur mit Investitionen in die Bahn wird nachhaltig Tourismus im Burgenland ermöglicht. Ich frage Sie natürlich nicht, weil würde die Präsidentin sagen, Sie sind für das nicht zuständig, ob Sie sich dafür einsetzen, dass es in Zukunft auch im Südburgenland die Möglichkeit gibt, mit der Bahn direkt nach Wien zu kommen. Ihre da hätten Sie sehr viele Tagesreisen. Das ist eine andere Baustelle. Meine Frage. Sie haben einmal erwähnt in Bezug auf die Privatzimmervermieter, dass es Förderungen gegeben hat, die sehr erfolgreich war. Werden Sie auch in Zukunft solche Förderungen forcieren? Bitte, Herr Landesrat. Ich weiß ein bisschen verwirrt, was ich mich jetzt frage, was ich mich jetzt nicht frage. Wenn ich jetzt aber das letzte heranziehen darf, dann frage ich mich. Herr Landesrat, bitte. Das würde ich quasi zuhören. Okay, das war das. Wenn ich das letzte jetzt heranziehen darf, es ist so, dass wir Privatzimmervermieter natürlich übergefördert haben, dass es auch bei laufenden Schwerpunktförderungen im Tourismussektor nicht ausgeschlossen ist, dass wir Privatzimmervermieter auch ausdrücklich immer in unsere Förderkreise, also jetzt zeitlich einen Brief, inkludiert haben, auch bei der Kellerschmiedsage, die speziell für das Südburgenland ausgerufen wurde. Und insofern ist es mir sehr willkommen, dass auch Privatzimmervermieter hier investieren. Sie sind ganz, ganz viel, weil unsere Gäste, das wissen wir von vielerlei Marktforschungsergebnisse, die regionale Medizin, bei den Gastfamilien möglichst engen Kontakt suchen, insbesondere wenn das Winzer Betriebe oder aus einem weiteren Umfeld der Landwirtschaft Betriebe sind. Und insofern liegt uns natürlich nichts fairer, als viel zu diskriminieren, wenn ganz im Gegenteil, wenn wir über jeden Privatzimmervermieter, der hier ein privates Geld in die Hand führt, wäre das. Der nächste Fragesteller ist Herr Kuhbockmann, Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Landesrat, der Erfolg konnte nicht ungefähr auf das Stichwort Förderungen schon einige Male gefallen. Welche Unterstützungsphasen des burgenländischen Unternehmens, die in der Tourismuswirtschaft tätig sind? Bitte, Herr Landesrat. Ja, das schließt es nahtlos an die Forderung. Gehen die Frage an. Es gibt natürlich laufende Förderschienen, die Schwerpunktförderung Tourismus und Freizeitwirtschaft, die wir bereits erwähnt haben, die auch sich in alljährlichen Haushalten erst demnächst wieder zu verschließen, ist wiederfindet. Eine spezielle Förderschiene für Privatzimmervermieter, worüber wir gerade gesprochen haben. Förderkooperationen auch mit dem Bund im Bereich der kleinen und Mittelbetriebe, im Bereich der Restrukturierungsförderung, etwas, was immer wichtig ist, weil Tourismusbetriebe, Beherbergungsbetriebe, auch Gastronomiebetriebe relativ kurze Investitionszyklen haben, also auch sehr attraktiv sich darstellen müssen, sich darbieten müssen. Und da entsprechend die Entwicklung hernehmen müssen und natürlich eine Jugendunternehmerförderung, wie man das unterstellt sieht, weil es das nur in diesem Tourismusbereich in dieser Form noch gibt. Zusätzlich laufen dauernd oder immer wieder Fördercalls, die sind tatsächlich mit Ängsten oder mit höheren Fördersätzen ausgestattete Förderschienen. Zurzeit ist ausgelöst eine Qualitätsinitiative schon wieder genau in diesem Bereich von Privatzimmervermieterbetrieben in einem Fördersatz von bis zu 40%. Sehr, sehr stark ausgenutzt wird, nahezu vollständig, was auch die 100% aus unserem Grad hin. Und eine Förderung für Kinderstöße, die wir gerade vorher erwähnt haben, wenn das ein kleiner Mut ist, dass es in Südkursland im Speziellen gibt, wo es eine ganz bestimmte Essenschicht gibt, die das sehr stark nachfragt. Alle, die wir das vorige Jahr bereits genutzt haben, haben positives Feedback gegeben, sich also entsprechend ausgebucht. Wir hoffen natürlich, dass es in der Maschine wieder auch entsprechend ist. Gibt es noch eine weitere Zusatzfrage? Das ist nicht der Fall. Jetzt ist die Zeit für die Fragestunde abgelaufen.